Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Es geht nicht ums Camping, es geht nicht um das Kreuzfahrtfahren, sondern ihr seht es geht um den Iohawk und zwar im Speziellen um die Katastrophe bei dem Zusammenbau dieses Gerätes. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben hier den Exit Cross von Iohawk und zwar den Premium mit der 15,6 Amperestunden Batterie, also das heißt die längere Reichweite. Und einer steht hier schon, wir haben den schon aufgebaut, dadurch haben wir schon ein bisschen geübt. Es war ein bisschen frickelig, aber ich denke mal für einen geübten Schrauber sollte das kein Problem sein. Und wie wir den zweiten aufbauen, das zeigen wir euch jetzt. Bevor wir jetzt anfangen, natürlich euch den Exit Cross vorzustellen, möchte ich natürlich darauf hinweisen, dieses Video ist nicht gesponsert. Das ist auch kein Geschenk von irgendjemandem, sondern das haben wir uns selbst geschenkt, weil es geht in diesem Video nur um den Iohawk, nur um den Exit Cross, um nichts anderes. Aber der ist nicht gesponsert, wie gesagt, ist unser Geschenk an uns selber. Kann man fast sagen, zum Hochzeitstag, weil der ist in 14 Tagen, passt ja sogar. Ja, bei uns war natürlich der Postbote und das Schönste an dem Ganzen ist natürlich die Geschenke auszupacken. So kommt das Paket bei euch an. Wir hatten zwei davon. Einen haben wir schon aufgebaut, haben wir euch gesagt. Mit dem zweiten werden wir weitermachen. Das heißt, einmal aufgemacht und in diesem großen Karton ist dann noch ein zweiter Karton, wo Marcel mir dann helfen muss. Viel Verpackungsmaterial ist natürlich dabei, aber das ist auch gut so. Das solltet ihr nicht wegschmeißen, weil wenn es doch mal ein Problem gibt oder sowas, kann man den Roller relativ einfach wieder zurückschicken. Also erstmal noch ein bisschen aufbewahren, würde ich auf jeden Fall machen. Ja, das Ding jetzt rauszuheben ist relativ einfach. Ja, er wiegt halt seine 23 Kilo, das muss man halt sagen, aus der Verpackung genommen. Und ja, dann heißt das erstmal das ganze Kleinkram in Sicherheit bringen. Das packen wir jetzt erstmal alles an die Seite. Unter anderem ist dort natürlich auch die Zulassung, weil dieser Roller ist ja straßenzugelassen. Das heißt, ihr könnt mit einem Versicherungsschild dann auch auf der Straße rumpesen. Aus dem Paket entfernt nehmen wir natürlich jetzt auch die ganzen Verkleidungen ab. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und ja, was man natürlich als erstes schon mal machen kann, ist, man kann das Ding hier schon mal hochklappen. Von der anderen Seite gibt es einen kleinen Hebel, den Marcel hier euch zeigen kann. Den muss man dementsprechend einmal raufziehen und dann kann man das Ding nach vorne klappen, bis es einrastet. Und nicht zu vergessen, diese Sicherung, die ist natürlich ganz wichtig. Die wird nach vorne geklappt und muss dann arretiert werden. Also das heißt, den Hebel ziehen, einmal arretieren, sodass der wieder rein huscht. Ja, und dann kann man schon den Ständer ausklappen und den schon hinstellen. Das Grobe schon erledigt und dann heißt es halt erstmal wirklich von Folien befreien und ja, Lenker hochklappen. Geht auch relativ einfach. Wichtig ist, ihr müsst darauf achten, dass die Dinger hier richtig einrasten. In dem Fall ist das noch nicht so. Das heißt, ich heb die noch ein bisschen an und schon rasten diese ganzen Geschichten dann auch ein. Das Display muss natürlich noch hochgeschafft werden. Und hier die ganze Folie noch ab. Ja, und dann heißt es, müssen wir noch ein bisschen schrauben. Aber das müssen wir euch gleich zeigen, das bereite ich vor. So, wir haben natürlich noch ein ordentliches Paket an Zubehör dazu. Unter anderem solche Rückleuchten. Das ist sogar eine richtige Rückleuchte mit Bremslichtfunktion. Vorne noch ein Reflektor, für hinten den Reflektor. Ein paar Schrauben dabei. Das Ladekabel nicht zu unterschätzen sozusagen. Also das darf man auch nicht vergessen. Man soll den Roller als erstes erstmal laden, bevor man ihn überhaupt benutzt. So. Zudem gibt es noch einen Tragegurt dazu, den kann man einklicken, wo man das genau macht. Das müssen wir uns selber nochmal angucken, aber das zeigen wir euch auf jeden Fall auch noch. Und es gibt noch eine Tasche mit klein bisschen Werkzeug, das sind alles so eine, ja, ich sag mal, günstigen Imbusschlüssel, also ich empfehle doch die vernünftigen, also die man selber zu Hause hat, also vernünftiges Werkzeug. Aber man könnte theoretisch damit auch etwas nachziehen und prüfen. Das Ladegerät ist wichtig, erst in die Steckdose zu stecken. Man hat dann hier eine grüne Lampe, so dass es sozusagen, als wenn es voll geladen ist.
Die sollte später wieder grün, also grün leuchten, wenn das Ganze vollgeladen ist. Der Stecker hat drei Pole und die werden hier eingesetzt. Man öffnet diesen Schalter und da oder diese Scheibe und dann steckt man den so ein, dass er passt. Und nun leuchtet auch die Anzeige rot, so dass es dementsprechend der Roller leer ist. Ich habe schon mal diese schönen Rennstreifen hier draufgelegt. An den Seiten sind die schon verklebt. In der Mitte noch nicht, die muss man selber verkleben. Das ist nicht doppelseitig kleben, sondern nur von einer Seite kleben. Von der anderen Seite ist es halt so ein rauer, wie so Schmirgelpapier, damit man halt nicht vom Roller stürzt. Da ich ja einen Vorteil habe, den zweiten oder den ersten Roller schon aufgebaut habe, kommen wir nur zum zweiten. Man muss alles einmal nachziehen, das heißt für den Transport wurde alles ein bisschen lockerer nur festgezogen und dementsprechend soll man überall die ganzen Schrauben am Lenker, man beginnt im Prinzip einfach von vorne, nochmal versuchen nachzuziehen oder nochmal zu kontrollieren in alle Richtungen, immer aufpassen, hier sind ja die Kabel, nicht dass man die dann dementsprechend abreißt. Ich gucke jetzt erstmal alles, was mit der Größe an Schraube, also an Schraube sozusagen ist, die ich jetzt, den Imbus, den ich jetzt hier habe, aber von der anderen Seite weiß ich, sind noch Schrauben, ich selber einmal gucken. Und ich die auch sehe, auch einmal kontrollieren. Zum größten Teil sind die auch fest. Ein kleines bisschen kann man nochmal nachziehen. Und genau. Das ist halt wichtig und sollte auch alle 2 Monate durchgeführt werden, damit man, weil durch das Scheppern oder durch das Fahren, wenn es wackelt, dann kann sich wieder was lösen. Also muss man es auch mal kontrollieren zwischendurch. Noch einer der Größe. So, auch das Display, das kann man einstellen. Das heißt, da habe ich sogar noch einen falschen. Kleiner. Das schraubt man einfach hier lose. Und schon kann man sich es auch gerade stellen. Das muss man dann mal einmal ausprobieren. Zu sehen, wenn der Roller gerade steht, dass man das natürlich auch lesen kann. Hier kann man dann noch den Lenker, den sollte man sich immer einstellen für die richtige Höhe, wie man den braucht. Ich habe jetzt erstmal hier mit 12 angefangen, also es sind unten dann sozusagen irgendwelche Bemaßungen drauf, so dass man das dann auch sieht. Man muss sich dann mal draufstellen, um dann zu kontrollieren, wie sieht das eigentlich aus, welche Höhe brauche ich da. Aber nicht zu vergessen, bevor man startet, hat man erstmal noch den Reifendruck zu kontrollieren. 3 bis 3,5 Bar ist Pflicht. Das sollte man auf jeden Fall machen, bevor man losfährt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ansonsten die Räder kaputt gehen können. Sie sind nicht richtig gefüllt, weil der Transport sozusagen Schiff oder beziehungsweise Flugfracht da dementsprechend sonst Schäden genommen hätte. Also muss es der Endkunde machen. Das ist halt klar. Genau. Und wenn das Display ausgerichtet ist, dann einfach wieder festschrauben von unten, so wie es für einen doch passt. Und dann kontrolliere ich noch kurz die anderen Schrauben, die jetzt auch noch für dieses Display da sind. Also sprich hier diese Seite. Hat man dann noch, das merke ich hier, das ist ganz locker. Das heißt, das ziehe ich auch nochmal nach. Wir wollen ja nicht, dass das Display uns verloren geht oder abhanden kommt oder sich löst. Im Endeffekt geht man dann einfach den Roller von oben bis unten systematisch durch. Das heißt, ich kontrolliere alle Schrauben. Dauert zwar immer ein kleines bisschen und vergesst auch nicht diese kleinen Schrauben. Auch die sollten nochmal kontrolliert werden. Hier drunter sitzt der Akku und die ganze Technik, die da in diesem Roller drin verbaut ist. Also das heißt, Ladegerät ist ja da, aber im Prinzip die ganze Ladesteuerung und so weiter. Und die Steuerung fürs Gas geben, das verbirgt sich alles darunter. Ja, wenn man das dann hat, dann geht's weiter. In diesem Modell stecken Blinker hier auf diesen, oder stecken nicht, sondern sind Blinker geschraubt. Die kann man hier dementsprechend rausschrauben. Die sollte man aber auch kontrollieren, dass die fest sind. Das heißt, nochmal festziehen zu beiden Seiten. Und wenn das dann erfolgt ist, dann hauen die auch nicht ab. Was man auch noch gucken soll, ist, das hier ist die Vorderbremse. Das heißt, ich würde den Roller ein bisschen kippen und dann einfach mal zu gucken, dreht sich das Rad, das ist ganz wichtig. Wenn es ganz leicht schleift, ist es nicht ganz so schlimm. Das stellt sich beim Bremsen dann auch ein. Ja, und kann man das Rad dann auch bremsen? Kann man, also funktioniert. Das gleiche mit der Hinterseite auch nochmal prüfen. Das heißt, ich heb den einfach hier hinten ein bisschen an, gucke. Jawohl, er läuft und dann gehe ich nochmal an die Bremse ran.
Jawohl, läuft auch. Sieht gut aus. Hier haben wir noch so ein paar, ja, ich sag mal so eine kleine Steckverbindung. Da kommt dann die Bremslichtleuchte und die Rücklichtleuchte angeschlossen. Und wie man das macht, das ist ein bisschen fummelig. Da haben wir uns ein bisschen, ja, ich sag mal im Internet versucht zu informieren. So richtig auf den Trichter sind wir nicht gekommen. Aber ich denke mal, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, aber den zeigen wir euch gleich. So, zur Rückleuchte, also nochmal ausdrücklich gesagt, das ist jetzt, wir haben keine Bedienungsanleitung hierbei gehabt, daher war es für uns sehr, sehr schwierig, das rauszufinden. Auch im Internet war es auf der Internetseite, wo die Montageanleitung und so weiter im Videos beschrieben war, das war nicht so richtig eindeutig zu sehen und nicht so richtig eindeutig zu machen. Wir haben das jetzt von Travel Camping Living, von Kai gesehen, der hat zwar ein anderes Modell, aber die Leuchte sitzt auch hier oberhalb des Schutzbleches und nicht unterhalb und deswegen werden wir das genauso bauen. Ja, hier den Stecker dann dementsprechend durch und diesen Stecker, wenn man dann die Schrauben hier verschraubt hat, den muss man dann hier dementsprechend an diesen Seiten noch einfummeln. Ja, wie das funktioniert, zeigen wir euch gleich. Ich muss erstmal die Schrauben anziehen. So, einmal Luft prüfen. Dreieinhalb Bar. Achtung, die sind natürlich schnell voll. So. Etwas doof angebracht hier. Mit einem, ja, Doppelbestätigung auf M kommt man in dieses Menü rein und dort kann man auch den Screen drehen. Also es ist natürlich alles in Englisch. Ich habe bisher keine Einstellung gefunden, die für Deutsch gilt. Aber ich denke mal, das ist jetzt nichts Besonderes. Man kann nicht viel einstellen, so ein paar Sachen. Denke, so ein bisschen Begrifflichkeiten sollte man kennen und das kriegt man auch ohne große Englischkenntnisse hin. Ja, also wie gesagt, man kann den Screen auf jeden Fall drehen, wenn man den dann so haben will. Von der Schraubung muss man es dann umschrauben. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir es doch für quer lassen, weil es auch, wenn wir den zusammenklappen und wir den transportieren, vielleicht etwas sicherer ist, als wenn er noch weiter rausstehen würde. Für heute beenden wir das Video. Wir haben jetzt hier noch so ein Klebeteil, was hier hinten noch drauf kommt. Das ist der Reflektor. Den packen wir aber erst drauf, wenn wir wissen, wie groß das Nummernschild wird. Also versicherungstechnisch muss man ja die Dinger zulassen. Und das werden wir übers Internet bestellen und da ich nicht genau weiß, wie groß oder welche Auswahl ich dort habe, das müssen wir also noch machen gleich, genau, und wie groß das Kennzeichen ist, werden wir das dann zum Schluss ankleben. Wie man den Unterschied zwischen den beiden Rollern erkennen kann, diese ganzen Einstellungen, was die Höhe des Lenkers betrifft, also das ist halt wie beim Sattel am Fahrrad auch, aufmachen, runterfahren und wieder zumachen, ganz einfach, und auch die Neigung der Bremsen und so weiter, das muss jeder für sich selber einstellen, also das ist dann im Prinzip abhängig von der Größe und von dem Griff, so dass man da gut drauf stehen kann und das Gerät auch gut unter Kontrolle hat. Ja, und das werden wir uns dann noch einstellen, wenn wir dann mal das erste Mal auf den Dingern stehen und dann genau, zeigen wir euch das an einem anderen Tag. Ja, unsere Probefahrt, die haben wir gemacht, weil Versicherungsschilder sind gekommen und das macht schon richtig Spaß mit den Teilen zu fahren, also wir werden viel Freude haben. Ja, wie gesagt, dieser Zusammenbau
Also Iohawk, da müsst ihr nachbessern, dass es eindeutig geklärt ist, wie das mit hinten mit der Kabellage funktioniert etc. Das ist nicht so gut. Sonst werden wir in den nächsten Videos sehen, was wir so machen mit den Iohawks. Wie gesagt, das ist kein Gesponsor, haben wir selbst gekauft, ist unser Hochzeitsgeschenk. Ja, und was kann man jetzt noch sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Gerät, die wir vielleicht beantworten können, dann einfach in die Kommentare. Was wir nicht beantworten können, bitte an den Support. Ja, und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einer neuen Folge auf Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao.